Grüß dich und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil zu meiner Videoserie Aktionsplan für dich als IT-Dienstleister, Freelancer, Softwareentwickler, wenn du noch relativ am Anfang stehst mit deiner Selbstständigkeit beziehungsweise vielleicht schon längere Zeit auf dem Papier selbstständig bist, sprich ein Freelancer, ein Angestellter, der Rechnung stellt, ja, aber noch wirklich mit Free, also Freelancer, ja, Freiheit, nichts zu tun hat. Das heißt, du möchtest direkt Kunden gewinnen und dann wird bereits in den zwei vorhergehenden Videos, die ich dann auch gleich nochmal verlinken werde am Ende des Videos, schon die ersten Punkte klar gemacht, so einen allgemeinen Überblick verschafft. Schau dir die Videos am besten gleich nochmal an, wenn du es noch nicht gesehen hast oder wenn es schon länger her ist bei dir, dass du es schon gesehen hast, einfach nochmal anschauen. Sehr, sehr wichtige Punkte, auch in Bezug auf ja, Positionierung. Was ist denn eigentlich Positionierung? Ja? Und was bedeutet das eigentlich für dich? Was hat das mit deinen Talenten, mit deinen Kenntnissen, mit deiner Leidenschaft, ja? mit deiner Bereitschaft, auch die Extrameile zu gehen, wenn es mal nicht so sofort funktioniert? Ja? Also es bringt nichts, wenn du dich auf irgendwelche Dinge positionierst, wo du dir quasi ja, irgendwo im Internet rausgeholt hast, wo man vielleicht gut Geld verdienen kann, aber das letztendlich mit deinen Kompetenzen, mit deiner Leidenschaft, mit deinen Talenten und so weiter absolut gar nichts zu tun hat. Aber jetzt halt gehen wir gleich in den zweiten wichtigen Punkt rein, was letztendlich alles miteinander sehr stark verknüpft ist und mit zusammenhängt. Wir waren ja schon so weit, dass wir gesagt haben, Marktfeedback einsammeln von echten Menschen. Also einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und drauf los. Jetzt haben wir die meisten, und das höre ich auch immer wieder von IT-Experten, die schon sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen, aber einfach noch gar null, überhaupt gar keine Selbstständigkeitserfahrungen haben, also sprich auch noch gar keine Akquise-Erfahrungen. Die wissen gar nicht, okay, wenn Sie jetzt vor der Herausforderung, sagen wir es mal so, schöneres Wort für Problem, wenn Sie vor der Herausforderung stehen, Sie wollen jetzt mal größere Fische fangen, dann haben Sie überhaupt noch gar keine Ahnung, welches Netz Sie überhaupt verwenden sollen oder wo sind überhaupt die Fische? Ja? Sind die ganz tief unten? Sind die sehr weit weg? Schwimmen die an der Oberfläche? Ja? Und wie fange ich die? Ja, habe ich vielleicht irgendwie so eine kleine Kelle? Ja, da passt der Fisch vielleicht nicht rein. Ja, muss ich mir ein größeres Netz besorgen oder eine Harpune oder eine Speerspitze vielleicht? Ja, und das heißt, es geht hier um Werkzeuge etwas konkreter. Aber wenn du natürlich ganz konkret individuell beraten werden willst, dann am besten bei uns gleich eine Strategie-Session buchen, 30-minütig, 40-minütig, ja, kostenlos, vollkommen unverbindlich. Und dann gehen wir hier so richtig ins 1-zu-1-Duett, ja, 1-zu-1 Sparingspartner-mäßig, ja. Okay. Also, so ein bisschen die Werkzeuge, ein bisschen die Tools. Telefon, nach wie vor der absolute Highlight. Ja? Ganz besonders, wenn du am Anfang stehst. Warum? Weil Telefon hast du doch sowieso schon. Ja? Musst du null Kosten mehr aufwenden. Du hast eine Flatrate, nehme ich mal stark an, Handynummer. Verwende einfach irgendein Telefon. Du brauchst nicht mal eine Businessnummer, brauchst du erstmal gar nicht. Ja? Ist völlig egal. Ja? Und ich kann dir so viele Geschichten erzählen von Leuten, die da üppig viel Geld ausgegeben haben für irgendwelche IP, Voice-over-IP, irgendwelche Telefonanlagen und so weiter. Ja? Und dann haben sie irgendwie 1.000 Euro im Voraus bezahlt für ein Jahr oder 2.000 Euro oder 3.000 Euro. Ja? Haben keinen einzigen Angestellten, keinen einzigen Mitarbeiter, der diese ganzen Telefonanlagen irgendwie benutzen könnte, sodass sie überhaupt auch Sinn ergeben, ja, auch in Auswertungsmöglichkeiten und so weiter. Und haben sich selber quasi noch nicht keinen einzigen Kundengespräch überhaupt gehabt, ja? Geschweige denn Kunden gewonnen. Also hier einfach minimalistisch quasi mit Zero einfach anfangen. Lieber ein paar Euro in Ausbildung investieren oder in Leute, die dich quasi proaktiv unterstützen, so wie wir hier, hol dir dazu am besten eine Strategie-Session bei uns kostenlos. Ja? Dann können wir da mal ganz konkret damit beginnen. Okay, das kostet dich im Übrigen auch nichts. Ja? Also du kannst quasi mit sehr wenig Kosten, quasi null Kosten, kannst du starten, deine ersten Kunden zu gewinnen, zumindest mal Marktfeedback einzuholen. Aber im Zuge dessen, ganz ehrlich unter uns, wenn du dabei einen Kunde abfällt, ist auch okay. Okay. Hier ist es halt so, dass wenn du, sobald du in größere Firmen, und was verstehe jetzt ich persönlich unter größere Firmen, jetzt magst du vielleicht sagen, eine größere Firma ist, wenn eine Firma 100 Mitarbeiter hat und 10 Millionen Euro Umsatz macht. Das ist für mich, ich komme aus dem Enterprise-Segment, ja, also letztendlich, meine ganzen letzten 20 Jahre habe ich in der Regel viel mit großen Firmen und großen Accounts und so weiter gearbeitet. Das ist für mich noch nicht groß. Als Zielgruppe schon mal dreimal nicht. Ja? Also einige meiner Kunden sind zwar in der Größenordnung, aber letztendlich dann die Zielgruppe meiner Kunden, das ist wesentlich mehr. Da sind wir meistens bei Firmen, die
mindestens, aber ich rede vom absoluten Minimum, 50 bis 100 Millionen, 150 Millionen Euro Umsatz machen. Kommt ein bisschen auf die Branche, Nische etc. pp. An, aber meistens noch viel, viel größer. Ja? So der Sweet Spot ist dann meistens irgendwie so ab 200, 300 und dann geht es rauf bis 3, 4, 5 Milliarden. Ja? Und dann natürlich haben wir auch Projekte, wo wir konkret also gleich in die Konzerne reingehen. Aber das ist dann meistens nochmal eine ganz andere Strategie. Ja? Braucht man auch einen sehr langen Atem, muss ich auch dazu sagen, und ist auch nicht für jeden gut und günstig, so wie bei Edeka, nein, sondern ist auch nicht für jeden sinnvoll. Ja? Also dazu, wie gesagt, bei uns in die Strategie-Session, einfach kostenlos buchen. Ja, wir stellen uns da, wir nehmen uns echt die Zeit, wir haben echt nicht viel Zeit manchmal. Also manchmal ist bei uns wirklich die Zeit knapp, manchmal habe ich auch meine 12, 14 Stunden Tage, macht auch Spaß. Ja, aber wir nehmen uns dann trotzdem, das ist eine kleine Questionnaire, so eine kleine Fragestellung und so weiter, und dann buchst du bei uns einen Termin. Und wenn es einigermaßen quasi in der Vorfilterfunktion passt, dann kriegst du auch den Termin und dann holen wir so mal richtig tief Luft und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht schon ein bisschen dich auf die Zielgerade quasi einschießen können, ja, dir wenigstens mal ein paar Gespräche hinzubekommen. Also du hast jetzt dann endlich dir mal die Zielgruppe definiert. Das haben wir im letzten Video auch schon besprochen, kurz angekratzt. Und hier nochmal ein bisschen konkreter. Ja, Zielgruppe, ne, muss natürlich matchen mit deinem Angebot, mit deiner Positionierung. Jetzt hast du dich für eine Zielgruppe entschieden. Mal angenommen, Maschinenbau. Ja, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich damit eben schon seit Jahrzehnten auch zu tun habe mit der Branche und weil sie halt einfach nach wie vor sehr, sehr mächtig und stark ist im Vergleich zu anderen Branchen, die irgendwie komplett am Abbauen sind. Aber ja, Baubranche geht es jetzt auch nicht so gut. Also nehmen wir mal Maschinenbau. Aber Maschinenbau ist immer cool. Der Maschinenbau ist immer gefragt und Maschinenbau ist noch in der ganzen Welt der deutsche Maschinenbau. Ja, der blüht. Ja, Leute wollen einfach die deutschen Maschinen. Und darüber hinaus sind die auch massiv am Digitalisieren nochmal nebenbei. Aber dazu, wie gesagt, mehr in der Strategie-Session, wenn du dir eine buchst. Also, ja, jetzt haben wir hier Maschinenbau. Sagen wir mal, so richtig schön zugängliche Maschinenbau und so. Ja, also mittleres Segment. Was das genau bedeutet, können wir auch gerne in der Strategie-Session nochmal genauer reingehen. Und dann gibt es irgendwie da was, weiß ich, irgendwie so Register und so Zeug. Musst halt auch wieder ein bisschen was investieren, aber nicht zu viel. Ein paar hundert Euro. Aber wenn du, jetzt nur unter uns, ja, wenn du dir bei uns eine Strategie-Session buchst, wir haben schon die ganzen Zugänge. Die haben wir schon bezahlt. Ja, stellen wir dir gerne zur Verfügung. Ja, die ein oder andere Segment und Liste und so weiter. Ne? Können wir drüber reden. Also, wie gesagt, in der Strategie-Session, 1:1-Call, Zoom, jetzt nicht hier öffentlich auf Video, auf Zoom. Ja? Also das ist jetzt ein Geheimnis, okay? Musst jetzt nicht irgendwie anfangen, Daten zu kaufen. Wir haben den ganzen Kram schon. Ja? Okay, wir machen das schon ein bisschen länger. Okay, jetzt mal angenommen, hypothetisch gesprochen, du hast deine Liste definiert. 300, 400, 500, was weiß ich, eine gewisse Größenordnung. Ich würde mal sagen, wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt wirklich, je nachdem, ob du Zeit hast, keine Zeit, ob du schon Helfer hast, ob du uns buchst und so weiter. Mal angenommen, du hast 4 Stunden für Akquise Zeit am Tag, ja, mal angenommen, ja, und hast eine Liste von 300 Firmen, dann wirst du trotzdem ein paar Wochen brauchen, bis du sie mal durch hast alle. Ja. Vor allen Dingen, du hast ja quasi, sagen wir mal, jetzt mal angenommen, ja, es ist jetzt wie gesagt ein hypothetischer Case, du hast nur eine blanke Liste, was bedeutet bei uns im Fachjargon, blanke Liste, ja, du hast nur die Firmennamen, ne? Hast noch keine Kontakte, gar nichts, musst erstmal recherchieren, auf Xing und was weiß ich überall, oder wieder einkaufen, oder uns kontaktieren, okay, alles klar, also du hast hier eine paar hundert Firmen und ja, die gehst jetzt mal an. Und es ist in der Regel so, dass nur noch heutzutage, wird, sagen wir mal, auch nicht unbedingt immer leichter von Jahr zu Jahr, du von 10 Firmen, also maximal 2 bis 3 Entscheider, direkt noch erreichen kannst, wenn du jetzt nicht schon irgendwie andere Wege und Mittel so ein bisschen außer der Reihe kennst. Ja, können wir gerne darüber reden, was es da so gibt, beziehungsweise Zielgruppenbesitzpartner kennst, Netzwerke und so weiter oder halt auch ganz spezielle Methoden, die ich jetzt hier nicht so auf YouTube einfach so ausplaudern werde, die wir uns über Jahre hinweg gearbeitet haben, die bis heute, ja, wo wir immer wieder nachschärfen, aber die bis heute noch funktionieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache auch keine Massencoachings, weil das eben Sachen sind, ja, die ich nur ganz gezielt an Kunden von uns weitergebe. Ja, entweder machen wir das für unsere Kunden und dann geben wir es nicht weiter. Das heißt, wir machen einfach nur done for you. Ja. Und bei Coaching-Kunden
suche ich mir meine Coaching-Kunden auch ganz gezielt aus. Ja? Deswegen habe ich auch keine Live-Calls mit 2000 Leuten. Ja? Auch nicht mit 200 Leuten, sondern da sind nur meistens nur einer oder zwei drin. Ja? Okay. Warum? Weil man das natürlich auch immer wieder sieht, ja, so in den letzten Jahren, so sagen wir, letzten sechs, sieben Jahre, da wo das Coaching-Thema und so weiter bei uns nach Deutschland übergeschwappt ist, ja, bedeutet im Klartext, ein paar Deutsche haben sich das von Amerika abgeschaut, so wie so vieles. Ja. Die meisten unwichtigen Dinge, die schauen sich die Deutschen von den Amerikanern ab. Ja. Die wichtigen Dinge, die holen sich die Amerikaner von den Deutschen, ja, wie zum Beispiel die Erfindung des Druckers, ja. Die Erfindung von Paneelen und was weiß ich, was wir alles hier noch erfunden haben, wo sich dann die Amerikaner oder wenn nicht die Amerikaner, dann die Chinesen einfach holen. Also nur mal so ein Schwenk beiseite. Okay, also, ja, jetzt kommst du jetzt nicht direkt zu den Dingen durch. Jetzt mache ich hier mal eine Ausnahme und hau mal einen kurzen Tipp raus. Du hast jetzt einfach eine Firma, da sind ein paar mehr Leute beschäftigt, ne, so ein paar hundert, vielleicht sogar tausende. Und machen ein paar hundert Millionen Umsatz, ja, und möchtest dort einen Entscheider, wie zum Beispiel einen Product Owner, sogenannter Product Owner. Das heißt, da gibt es irgendwie so einen Typen, einen Menschen oder eine Frau, ja, einen Mann oder Frau, die, es hat sozusagen den Hut auf, irgendein Softwareprodukt, weil wir sind ja hier im IT-Softwarebereich, ne, also nicht irgendein Produkt, sondern nebenbei bemerkt, zunehmend mehr und mehr Hardware-Produkte werden auch digitalisiert und werden auch, also Software wird dann auch dazu als Add-on hinzugefügt und so weiter. Long story, wie gesagt, sehen wir uns gerne für mehr Details in der Strategie-Session. Und da gibt es jemanden, der hat den Hut auf oder vielleicht sogar mehr Leute. Aber du bist ja jetzt erstmal mit einem zufrieden und da wirst du aber nicht durchgestellt. Ja? Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du versuchst, diese Person direkter zu erreichen, ja, über diverse Social-Media-Strategien. Ja. Hierzu mehr und mehr Details natürlich in der Strategie-Session. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich gehe mal nicht den Weg so von A nach B, sondern ich gehe erstmal von A nach C, nach D und dann wieder zurück nach B. Ja. Was könnte das genau bedeuten? Auch hierzu gerne mehr in der Strategie-Session. Funktioniert teilweise sehr, sehr gut. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich gehe mal über komplette Umwege. Das heißt, ich mache mal eine komplette Analyse von der Firma, die ich gerne akquirieren möchte. Das heißt, du suchst dir Accounts, im Fachjargon bei uns heißt das zum Beispiel Target Accounts oder Targeted Accounts, also quasi Zielkonten, also Zielfirmen, ja, könnte man so auf Deutsch übersetzen. Du möchtest den als Kunden gewinnen. Das heißt, du siehst also jetzt hier nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, irgendein Projekt, wo du ein bisschen Geld verdienst, sondern du siehst die ganze Firma als dein Projekt. Das heißt, du möchtest einfach mit einer Firma XY quasi zusammenarbeiten. Okay, als Dienstleister. Dann könnte es sein, dass du vielleicht erstmal die Jobseite von dieser Firma analysierst. Es könnte sein, dass du Informationen sammeln kannst über ganz andere Abteilungen, die du vielleicht jetzt noch so gar nicht irgendwie denken könntest, dass die irgendwie sinnvoll sein könntest, dass du dich mit dem mal unterhältst, die aber wesentlich einfacher sind zu erreichen, die auch viel mehr Zeit haben zum Sprechen und überhaupt zum Informationsaustausch. Also das heißt, es geht erstmal darum, deine potenzielle Firma, mit der du quasi zusammenarbeiten möchtest, wo vielleicht auch, jetzt sind wir beim Thema Customer Lifetime Value, eventuell du mal Geld verdienen könntest, das in sechs- und siebenstellige Summen geht, also quasi über Jahre hinweg, dann lohnt sich nämlich auch der Aufwand. Einfach mal zum Beispiel sagst, okay, wie sieht es denn überhaupt mit dem Einkauf aus? Ja, wer hat denn da das Sagen? Weil die sind teilweise wieder ganz anders zugänglich. Ich sage teilweise. Es gibt Firmen, da sind sie ganz schlimm. Es gibt Firmen, da sind sie wieder weniger schlimm. Aber was ich dir jetzt sagen will, ist einfach nur, die Art zu denken in der Akquise ist ganz, ganz wichtig. Und immer wieder, sagen wir mal, wir nennen das hier intern alternativbewusstes Denken in der Akquise. Das heißt, welche Alternativen gibt es noch? Ja? Und wenn das nicht funktioniert hat, was gibt es noch für eine Alternative? Wenn das nicht funktioniert hat, was gibt es noch für eine Alternative? Und wenn der Weg nicht funktioniert hat, über den Einkauf oder über die Personalabteilung oder über die Jobseite oder
über eine Tochterfirma. Ne? Du könntest ja zum Beispiel dir sagen, okay, das ist eine größere Firma, die haben 50 Standorte. Davon sind 17 Standorte allein in Deutschland. Wenn die Zentrale so hart bewacht ist über den sogenannten Vorzimmerdrachen, dann könnte ich ja eventuell mal bei einer kleinen Tochter-Schwester-Firma oder irgendwas anderem anrufen. Oh, okay. Ich könnte dort anrufen und die können mir natürlich nicht weiterhelfen. Das weiß ich natürlich, aber ich tue so, als wüsste ich das nicht. Lass mich dann dort eines Besseren belehren. Und dann sagt die mir, naja, da, zu dem Thema, da müssten Sie vielleicht eventuell zu dem Herrn sowieso, sowieso, aber der sitzt bei uns in der Zentrale. Okay, du hast jetzt in Augsburg angerufen und der sitzt in der Zentrale, wo? In Frankfurt. Ah, okay. Könnten Sie mich da eventuell durchleiten? Sagt sie, ja, einen Moment. Dann leitet die sich durch, weil die halt normalerweise keine Akquisiteure bekommt, weil ja direkt mit Augsburg niemand was, weil da ja keine Entscheider sitzen. Das ist ja vielleicht nur eine kleine Vertriebsaußenstelle oder was. Jetzt hast du aber den großen Vorteil, dass du weitergeleitet wirst über die Vertriebsaußenstelle, für diese, in diesem Use Case, an das Headquarter in Frankfurt. Vielleicht nicht direkt an den Entscheider, aber vielleicht im schlimmsten Fall an die Zentrale oder zu irgendeiner Kollegin oder Kollegen. Mit dem ganz großen Vorteil, dass du dort jetzt aufschlägst, je nachdem, welche Telefonanlage dort im Einsatz ist, durch die Weiterleitung mit der Nummer der Zentrale der Vertriebsaußenstelle. Jetzt könnte es sein, dass die vermuten, dass du zur Vertriebsaußenstelle gehörst, beziehungsweise sie sehen eine Nummer, die sie schon kennen und heben viel leichter ab und leiten dich viel leichter weiter und helfen dir viel leichter weiter. Also hier mache ich mal einen Stopp. Ja? Das ist also einfach nur mal so ein absolut Gold-Nugget-Insight, das ich jetzt hier mal so auf YouTube rausgehauen habe, einfach so, um dir mal zu zeigen, und wir haben davon 170 verschiedene Taktiken und Methoden oder mittlerweile schon so über 200 uns mal runternotiert und es werden stetig mehr, weil wir viel, viel rumexperimentieren und wie gesagt, alternatives Denken einsetzen, ja? Alternativmethodik. Ja? Das heißt, was gibt es noch für Möglichkeiten, was gibt es noch für erdenkliche Wege, wie ich an mein Ziel komme, wenn einfach der Weg nicht geht, der Weg nicht geht, der Weg nicht geht. Oder der Weg, den alle anderen 100.000 Telecenter und sowas, was ich alles halt letztendlich versuchen den ganzen Tag und die schon so genervt sind, dass sie dir quasi den Hörer auf den Kopf hauen, ja, bildlich gesprochen, wenn du dort anrufst. Bringt ja nichts, ja. Dann bringt es auch nichts, wenn irgendeiner sagt, oh, ich habe jetzt hier Aircall eingeführt, ja, in die Kaltakquise, da machen wir jetzt doppelt so viel Schlagzahl. Ja, wenn keiner abhebt, wenn du nicht durchkommst, was bringt mir da die doppelte Schlagzahl? Das heißt, auch in der Kaltakquise ist immer Quality first. Es bringt nichts, wenn ich 300 Calls am Tag pro Teleagent Schlagzahl habe, aber am Ende ja, sind die nur so genervt von mir, dass keiner mit mir sprechen will. Also, was bringt mir da die Schlagzahl? Klar, hat Schlagzahl, spielt das eine Rolle, aber bewusst wie eingesetzt. Ja? Und häufig ist einfach so ein bisschen das individuelle Quäntchen, ja, das bisschen Individualität, das bisschen Alternative Thinking, genau das, wo dich schneller oder so mal überhaupt erstmal ins Ziel führt, wo alle anderen dran scheitern. Ganz besonders in der Neukundenakquise, ja, oder telefonischer Akquise auch. Direktmarketing, Direktvertrieb. Und das alles, bevor wir überhaupt an Online-Marketing denken. Was aber sehr wichtig ist, und das unterschätzen auch viele, und es gibt ja sogar sehr große Coaching-Programme, die das so unterrichten, dass sie sagen, du kannst erstmal einen Haufen Kunden gewinnen und erstmal 20.000 Euro oder was auch immer die Woche verdienen, bevor du überhaupt eine Webseite machst oder überhaupt irgendein Social-Media-Profil. Dem würde ich fast schon widersprechen. Klar kannst du das, klar ist es möglich. Aber es unterstützt dich ungemein und ich würde sagen, fast in jedem zweiten Call, den wir in der Kaltakquise haben, wird parallel, also wir haben noch nicht mal den Hörer aus der Hand gelegt, wir haben das Gespräch noch nicht mal beendet, wird schon die Webseite gesucht, ja, für das unseres Kunden, für den wir anrufen, ja, in der Telefonakquise, ja. Dann wird teilweise die Webseite gesucht, dann wird teilweise die Webseite gelesen, während wir mit ihm noch quasi schön brav versuchen, unseren Leitfaden durchzugehen, ja. Zum Thema Leitfaden mache ich, glaube ich, nochmal ein extra Gespräch, nochmal ein extra Video, weil da kausieren ja auch viele Gerüchte, ja, wie wichtig der ist oder und so weiter. Und
wenn der quasi auf Google nichts findet und du ihm aber dafür versuchst davon zu überzeugen, in der Telefonakquise einen Termin zu buchen mit deinem Kunden, einen Teams-Termin oder einen Zoom-Termin oder einen Google-Meet, dann ist es häufig sogar ein Ausschlusskriterium, weil der genau wissen will, bevor der einem Termin zusagt, warum, wofür und weshalb. Und da reicht einfach, egal welche Argumentation, rein telefonisch häufig nicht aus. Deswegen, viele, die einfach noch keine Webseite haben und so weiter, machen sich einfach das Leben unnötig schwer. Du kannst heute für ein paar tausend Euro, also wenn du einigermaßen was drauf hast in IT, ne, dann solltest du auf jeden Fall mal 5.000 Euro oder 10.000 auch oder auch ein bisschen mehr, ja, weil das, wenn du es einmal richtig machst, dann deine Webpräsenzen alle, ja, dann musst du das zwar immer wieder maintainen, ja, aber das machst du einmal, dann hält sich das auf 3 Jahre und dann kannst du es auf 3 Jahre abschreiben. Ja. Also das sind dann nur ein paar hundert Euro im Monat letztendlich. Aber es hilft dir ungemein im Direktvertrieb, im Direktmarketing und so gesehen dann auch wiederum in der Sammlung von Marktfeedback, was dann wiederum schneller dein Proof of Concept bestätigt oder auch nicht bestätigt. Und so beschleunigt dieser ganze Zyklus, dass du eben dahin gehen kommst,